Jetzt bin ich noch kurz drin. Oh, das ist der Glitch. Jetzt habe ich es unbewusst gemacht. Den kann ich euch mal zeigen. Damit kann man etwas, was vom Spiel gar nicht vorgesehen ist. Können wir hier mal landen? Schaut mal, wo wir sind. Der Gryffindor Gemeinschaftsraum. Gryffindor Schlafsäle, um genauer zu sein. Ein Hufflepuff Gryffindor Gemeinschaftsraum. Haben wir uns reingebracht. Ich hoffe, wir kommen hier noch raus. Na, den erkunden wir jetzt, wenn wir das schon mal so geschafft haben. Großartig. Hatte ich eigentlich nicht vor, aber wenn wir schon mal da sind. Dann klauen wir gleich mal was. Mal schauen, wie lange es dauert, dass das Spiel registriert, dass wir hier nicht sein dürfen. Ob es da jetzt Probleme gibt. Ey Mann, dürfen doch mal mitnehmen. Gemeinschaftsraum von Gryffindor. Wir haben jetzt sogar Flohpulver gefunden. Jetzt können wir jederzeit hier hin, oder was? Fast kopflose Nick. Fast kopflose Nick. Das ist fantastisch. Schaut euch hier um. Der Gryffindor Gemeinschaftsraum. Wie jetzt Hufflepuff hier immer sein würde. Es war mir aus Versehen gerade jetzt als tatsächlich gewollt, aber das müssen wir natürlich schamlos ausnutzen. Ein schönes Hufflepuff-Gewand anziehen und hier mal ja, ich schaue jetzt hier mal aus drüber. Ich schaue mich mal bei den Gryffindors rum. Ist das großartig? Nein, raus will ich noch gar nicht. Ich hoffe, wir können das. Gryffindor Tee trinken. Heißer Nicholas. Ich hoffe, Tairo, du bist noch da, um dieses schöne Erlebnis hier zu erleben. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. In den Gryffindor Gemeinschaftsraum eingedrungen sind wir. Ach, fantastisch. Ist einer der Schlafsäle. Revelio. Mal ein paar Revelio-Seiten mitnehmen, die wir gar nicht mitnehmen sollten.
Ach, großartig. Noch ein Handschuh. Der kann man von oben herab gucken. Auf den Gemeinschaftsraum. Das hatte ich nicht beabsichtigt, mich da reinzuschleichen. Ich wollte das eigentlich. Das wollte ich nicht machen. Wenn das Spiel uns das zulässt, dann nutze ich natürlich die Chance. Wer hat schon die Möglichkeit? Och, die haben ein Bad. Und eine Toilette. Aus irgendeinem Grund. Haben wir in Hufflepuff keine Toiletten? Sind mir zumindest noch keine aufgefallen. Hufflepuffs müssen nicht auf Toilette. Was sind denn Jungsschlafräume oder was? Ja, Deeks muss warten. Deeks muss warten. Wer sagt jemand Deeks? Deeks ist der Charakter aus NCIS. Ihre Haut, was sie auch tun, alle werden ihr Geheimnis wollen. Und Komplimente machen Spiegel. Ach, großartig. Ich meine, ich finde den Hufflepuff-Raum deutlich schöner. Bin ich schon froh, in Hufflepuff zu sein, aber naja. Und da wird's Tag. Sie können sich ja gar nicht vorstellen. Hallöchen. Ich bin eure neue Mitschülerin. Ausdauerschülerin aus Hufflepuff. Oh, hi Peeves. Oh. Ein Schnatz. Kann ich hier noch mit jemandem reden? Das wäre zu wild. Die dulden mich hier. Macht sich keine Anstände, mich rauszuschmeißen. Ach ja, das ist ein geschichtsträchtiger Raum. Das Feuer. In Harry Potter hat man jetzt viel gesehen. Na dann, ich werde dann mal. Darf ich raus? Ich darf nicht raus. Ich finde, da müssen wir nicht raus. Da müssen wir mal schnell reisen. Gemeinschaftsraum. Oh, schade, den Gemeinschaftsraum. Und das haben wir noch gar nicht erkundet. Kann das sein? Dann müssen wir da nochmal hin. Jetzt müssen wir erstmal in den Raum der Wünsche. Ja, das wird wahrscheinlich gehen jetzt.
Sudik. Eine Sekunde, ich brauche noch einen Trank. Hier drüben hatte ich auch noch einen großen Pott, hatte ich auch noch Flussgras angepflanzt. Hey, Dick. Die Testrale sind gerettet und die Gehege-Zauberanweisung ist gekauft. Ausgezeichnet! Um ihre Testrale zu züchten, setzten sie sie einfach ins selbe Tiergehege, in dem sie das Zuchtgehege beschwören. Benutzen sie dann das Zuchtgehege. Sprechen sie mit Dick, wenn sie fertig sind. Mach ich. Ich frage mich, wo ich das Gehege beschwören soll. Aha, ein neuer Raum. Wir haben noch nicht genug Platz hier. Wir brauchen mehr. Swamp. Dick staunt immer wieder über den Raum. Jetzt haben wir den perfekten Ort für diese Testrale. Bitte berichten Sie Dick von Ihrer Zucht. Im Sumpf sollen wir die züchten. Und die müssen wir erstmal einfangen. Ich muss hier erstmal ein Gehege aufbauen. Schwöre ein Zuchtgehege. Können wir doch gleich mal. Ich würde den das Spielzeug würde ich rüberpacken. Aha. Zuchtgehege. Nicht im spielbaren Bereich. Vielleicht mehrere Pflanzen. Okay, stehe auch noch ein Spielzeugkiste hin. Und die kleinen. Das müssen wir drüben im anderen Krieg auch nochmal machen. Was ist denn das hier für eine Stimmung? Das ist hier ein Sumpf. Warum muss man hier im Sumpf züchten? Oh je. Wir haben ja inzwischen ganze Flur. Na komm, da rennt es dir. Ruhig, ich tu dir ja nichts. Männlich und... Oh!
Das geht. Ob wir uns einen dritten. Jetzt ist alles gut. Einen dritten Hippogreif züchten können. Wir könnten es vielleicht mal ausprobieren. Aber erstmal will ich Mutkäber züchten. Hippogreif probieren wir mal später. Gibt's kein Tierwesen? Okay. Wir sollten ins Gehege. Das hat ja gut geklappt. Das braucht jetzt erstmal eine halbe Stunde. Das Männchen steht außen. Okay. So funktioniert das mit Brüten. Genau. Macht Sinn. So, du kommst mit. Das glaubt Professor Howen nie. Und du kommst mit. Nein, nicht du. Du kannst mehr gehen. Was mit dir? Beruhige dich, ich tue dir ja nichts. Ach, hier runter geht's. Brut eines Distrals. Oh je. Die können wir auch gleich. Sind beide männlich. Auch süß. Männchen bleibt wieder draußen. Interessant. Brut eines Mutkalbs. Ach schön. Kommen wir in einer halben Stunde nochmal vorbei. Süßes kleines Baby. Mutkalb.
Ich bin zu mächtig für dieses Objekt. Hier irgendwo nicht gesehen. Einfach ausrüsten können wir nicht auf einen Gegenstand. Okay, ich würde mal sagen, ich mache eine Kurzpause. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Spielen hier noch ein bisschen weiter mit der nächsten Quest, die da sein wird. Aufträge. Ja, nutze das Zuchtgegner für die Testralzucht. Mhm. Verboten an Wald und Obsnit. Würde mal sagen, wir widmen uns dann mal, wo wir gerade schon beim Tier sind, können wir uns gleich mal Professor Rowens Aufgabe widmen. Und da dann ein Tirico. Einen Schnappsack und eine riesige lila Kröte sammeln. Gibt es da auf der Map Hinweise darauf, wo die finden können oder? Na, scheinbar ja. Eine Bombarde können wir sehr gut gebrauchen. Okay, ich mache eine Viertelstunde Pause. Wie sieht es hier aus? Wie lange brauchen die noch? 9 Minuten. Okay. Dann machen wir noch ein bisschen was anderes. Zum Beispiel in dem anderen Käfig Spielkiste aufstellen. Noch ein bisschen spielen mit dem vornehmen Tierchen. Hier mal ernten. Ist ja fantastisch, dieser Raum und dieser Raum der Wünsche. So, wo sind meine Hippogreife? Das haben wir hier. Eine hübsche Bank. Und sich einfach mal hinsetzen und die Landschaft genießen. Und genau hier. Sich erschwinderen Eier. Dann bin ich mal auf das Spielzeug gespannt. Zum Beispiel dieses hier. Oh je. Ach,
Die sind nicht so spielbegeistert. Ah, das ist viel eher was für die. Oh. Ist ja cool. Wie süß. Oh. Nein. Nein. Das wollte ich nicht. Wollte nicht wehtun. Tut mir leid. Ich gehe mal wieder lieber. Wo nicht das richtige Spielzeug ausgewählt. Doch, 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 das. Guck mal, wie die da spielen. Guck mal, wie das mit der rennt. Ist das süß. Ich habe das aus Versehen Repulsor auf den armen Hippogreif angewandt. Willkommen ist halt die Elfboy. Ah. Juno. Ja, beim ersten Mal der Ball, der war. Die riesigen Hippogreifer haben nicht so sehr auf den kleinen Ball gestanden. Das war nicht so sehr deren Ding. Aus verständlicher Weise. Niffle habe ich leider noch keinen gefunden. Das würde ich auch gerne mal finden. Ich finde erstaunlich wenige. Wenige Tierwesen. Wir müssen auch gleich für eine Quest noch ein Tierwesen besorgen, deswegen. Zwei Tierwesen, um genau zu sein. Jetzt stehen die mehr auf die Bälle. Jetzt stehen die kleinen Knüttenmuffs auf die Bälle. Die so groß sind wie sie. Ich dachte, vielleicht mögen die es nicht, wenn man zuguckt. Na komm. Na ja, nicht so. Das Knall ist für Kniesel. Aha. Jedes Tier hat sein bestimmtes Spielzeug. Die Hippogreife stehen scheinbar auf diese Puppe, die ich denen da reingestellt habe. Ich werde mal gucken, wie es im Zuchtgehege läuft. 2 Minuten noch. Ich kann mal noch warten. Ich kann mich nur an einen bestimmten Kniffler den erinnern, wenn ich ehrlich bin. Kannst du mir gleich mal helfen, wo ich die Tierwesen herbekomme? Also scheinbar, okay, für den Auftrag kriege ich scheinbar. Da wird mir ja für die Aufgabe wird mir gesagt, wo ich das herkriege. Mit dem Schnappsack. Aber wenn du mir sagen kannst. Kniffler, mein Gehirn ist nicht ganz aufgewärmt. Verstehe ich. Wenn du mir einen Tipp geben kannst, wo ich einen Niffler herkriege, unbedingt. Wir können darüber hüpfen.
Der wird nützlicher sein, wenn ich etwas zu identifizieren habe. Das Niffle hätte ich gerne. Das hätte easy gehen müssen, wenn das Game kurz auf dem Markt hast. Ich hätte gerne mal einen Niffler. Sag mir mal, wo sind die Gebiete für Niffler? Sollte ich da mal nachsuchen. Ich warte jetzt hier. Oh, der braucht noch 3 Minuten. Mondkalb. Ein kleines Distra-Junge haben wir gleich. Da bin ich gespannt. Kommt zu Mami. Das Game nur auf Englisch, also. Wieso das? Das Spiel ist so gut auf Deutsch. Die Synchro ist ja, also wenn es um die Synchro geht, das, die Synchro in diesem Spiel ist ja großartig. Also die Synchro der Charaktere. Oh. Kleines Testralbaby. Auch süßi. Das müssen wir doch gleich mal. Das gleich mal gefüttert werden. Ja, Mami auch, aber. Kleiner. Ach, wie süß. Ich sollte Dick vom neugeborenen Testral berichten. Du wirst auch noch mal und Papi kriegt auch ein bisschen Futter. Dafür, dass Gebell dabei gewesen ist. Mir stinkt etwas schöner für mich, auch wenn es Deutsch, das Deutsch gut ist. Ich darf nicht Synchro sagen. Ich meine, Simon Peck als Schulleiter, als der. Als der Schulleiter, das hat schon seinen Reiz, aber naja, die deutsche Synchro ist auch echt, also nicht zu ver... Schädelladen bringt mich jedes Mal um, ja. Es dauert auch immer irgendwie. Nimmel Spielzeug eines Einhorns. Mondkalb. Niffler. Natürlich ist der goldene Ball vom Niffler. Rotzball. Entschuldigung, bei Knuddelmuff. Ah, Knuddelmuff braucht einen Rotzball. Natürlich, macht Sinn. Phönixe. Ja, Hippogreife hier, genau. Alle Tiere, wir sind toll finden. Die großen Ballen mögen alle. Auch süß. Papi spielt mit dem Ball. Papi geht mal spielen, während das Kind zur Welt kommt. Auch süß, das kleine. Guck mal, das kleine, der kleine Testral. Das spielen. Och, guck mal. Och, wie süß. Wie süß bist du denn bitte? Mutkalt Baby. Ich sterbe. Och, ist doch zu putzig.